Was geht ab, meine Z-Fighter Hose hier? Und heute haben wir Z-Level 100 gepackt auf Dragon Ball Legends. Dementsprechend werden wir uns meine Charakterliste ansehen und mal drüber gucken. Und ich werde euch ein bisschen erzählen zu den Charakteren, wie ich sie bekommen habe, etc. und so also fort. Ihr wisst, das Ganze läuft mit diesen Box-Showcases. Bevor wir dann anfangen, Freunde, Dragon Ball Legends ist wirklich ein Spiel, das mir echt gefällt. Ich mag Dragon Ball Legends sehr. Das Spiel boxt auf jeden Fall an der Stelle. Hauptsächlich auf dem Kanal, was ihr zu Dragon Ball Legends findet, sind Summon, auf jeden Fall Summon, News und, sag ich mal, ein, zwei Guides, so Teambuild-Guides etc. Gameplay gab es sehr wenig, deswegen Shoutout an euch. Falls ihr mehr Gameplay sehen wollt, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen, damit ich ein Feedback von euch habe. Ich wollte gerade sagen, zu einem Charakter gab es noch kein Gameplay. Da würde ich schon ein bisschen spoilern vielleicht. Deswegen, wie gesagt, Gameplay-technisch, wenn ihr ein bisschen mehr sehen wollt, dann lasst mich auf jeden Fall wissen in den Kommentaren. Außerhalb davon, in den Streams spielen wir auch gerne Legends, beispielsweise mit Zuschauer-Race. Das heißt, wirft auf jeden Fall einen Blick in die Videobeschreibung, damit ihr da wisst, wann, wo wir live gehen im Streamplan. Sind alle Details, wie gesagt, in der Videobeschreibung oder auf Discord oder auf Twitch. Lange Rede, kurz Sinn. Fangen wir an mit der Charakterbox-Showcase von Dragon Ball Legends. Z-Level 100 schon gepackt. Krass, nicht schlecht. Also, da merkt ihr schon, euer Boy ist auf jeden Fall dran hier an der Stelle. Natürlich, Charlotte hat jeder quasi direkt am Anfang, was heißt direkt am Anfang, aber ziemlich am Anfang des Games bekommen. Nun hat er neulich erst seinen Super Saiyan-Status erreicht. Das habe ich auch bei ihm vollbracht quasi. Habe ihm Trunks-Jacket angezogen, das wir bekommen haben. Und ja, so viel aber eigentlich auch zu Charlotte, um ehrlich zu sein. Ich kam noch immer noch nicht dazu, den seine Ultis oder Super-Attacks umzuändern für einen anderen Charakter. Von einem anderen Charakter von mir. Anyway, bei den Heroes und Extreme-Charakteren werde ich wahrscheinlich gar nicht mal so viel zu sagen. Ihr seht sie ja nämlich, wenn irgendwas Außergewöhnliches da ist, dann sage ich es auf jeden Fall bei euch. Das Geile an Legends ist, finde ich, Freunde, die Artworks. Die Artworks der Charaktere sind so geil. Beispielsweise diesen Gohan habe ich letztens erst bekommen aus dem Multi, glaube ich. Ist einer der neuesten Extreme-Charaktere. Und man sollte Extreme-Charaktere nicht unterschätzen. Einige Extreme-Charaktere sind wirklich stark und kommen an Spartan-Charaktere ran. Aber der Gohan jetzt zum Beispiel, sehen sein Artwork. Was hat denn der hier drauf hier an der Stelle? Das ist... Ja, guck mal, das sieht auch geil aus für einen Extreme-Charakter, Freunde. Das wäre im Vergleich mehr oder weniger ein SR-Charakter, ne? Ein Dokkan. Aber SR-Charaktere, die benutzt man kaum, es sei denn, sie haben Dokkan Awakening oder so. Aber die Jungs, die kann man auf jeden Fall nutzen hier an der Stelle, um echt zu sein. By the way, falls ihr Fragen wegen Teambuild etc. habt, ich habe dazu einen Guide gemacht, ich werde den Link in die Beschreibung setzen, auf jeden Fall. Dann könnt ihr da gerne mal reingucken. Genau, dann bewegen wir uns auf die Extreme-Charaktere zu. Kaba zu... Ops, jetzt habe ich verklickt zu unserem Boy Raditz. Kaba zum Beispiel, den finde ich auch cool, recht cool. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber ich habe den noch nie benutzt, aber die Artworks an sich, Freunde, in diesem Spiel, die sind richtig geil. Auch die Animation davon. Lass mich mal ganz kurz richtig holen hier. Krillin haben wir an der Stelle, Extreme-Charakter. Cell, Raditz, dieser... Ah, guck mal, diese Dodoria und Savon, warum sind die mir eingefallen? Vor allem, die sind gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube, Freezer-Teams spielt man gar nicht mehr so oft. Die waren für die Freezer-Armee gar nicht mal so schlecht für ihre Sie-Fähigkeit. Die sind nämlich im Master-Pack-Banner. Freezer-Armee geben die an der Stelle Basisschlagangriff 23% ab, etc. Die sind wirklich gar nicht mal so schlecht. Waren, wie gesagt, oder sind immer noch im Master-Pack. Das sind ja quasi Free-to-Play-Pack oder Banner an der Stelle. Und das ist mir gerade ins Auge gesprungen, weil unser Boy Rhymestyle, was heißt unser Boy, aber ja, Rhymestyle kennt ihr ja alle, der, ich weiß, ob er den mittlerweile schon hat oder nicht, aber immer wenn ich diesen Sabon sehe, muss ich an ihn denken, weil die tun ein bisschen Memen im Internet oder Social Media, weil der wollte den damals unbedingt haben, er hat ihn nie gezogen, aus dem Masterpack-Banner, Freunde, da hat er sogar, glaube ich, ein bisschen reingecashed und mit Kristallen geholt, beziehungsweise gesammelt, hat ihn, weiß, ob er ihn gezogen hat oder nicht. Lass mich einfach wissen. Aber ja, den wollte er unbedingt damals haben, weil Freezer Army Team da Meta war damals. Jetzt ist es nicht mehr so. Und ja, so deswegen ist mir der sofort eingefallen. Ich habe gesagt, okay, diese Sabon. Aber mit Dodoria und Sabon, den Extreme-Charakter, der mit ihnen hinzukam, neu im Masterpack-Banner damals, war dieser Bardock hier. Und dieser Bardock, Freunde, der ist gar nicht mal so schlecht. Auch als Extreme-Unit. Der ist bei mir leider nur auf Level 300, aber... Er ist wirklich auch eine solide Unit, kann man auf jeden Fall mitspielen. Und dieser Freezy kam auch quasi mit dem Masterpack-Banner mit den Boys. Und ich hatte echt verdammt nochmal das Glück, dass ich die alle gezogen habe aus den Tickets. Ja, das ist komplett Free-to-Play quasi. Ob ich sie benutzt habe? Nö. Nie. Naja, anyway, diesen Raditz hier zum Beispiel, warum die Raditz... Viele Charaktere, viele Extreme-Charaktere bekommen auch, das finde ich sehr cool, so ihre eigenen Events, wo man sie farmen kann und sehr hoch farmen kann. Ihr wisst ja nämlich, höchste Level eines Charakters oder höchste... Wie soll ich sagen, Limit Break, ich sag einfach Limit Break, das ist die Anzahl der Sterne an der Stelle, wenn wir uns darauf einigen, ist nämlich 7, ne? Und die könnt ihr da quasi erfahren durch die Siegkräfte der Charaktere. Zum Beispiel bei einem Summon,
bekommt ihr 600 Siegkräfte von dem Spartan-Charakter und so weiter und so fort. Und wenn ein Charakter, wenn ihr von einem Charakter 100 Siegkräfte bekommen habt, wenn mich alles täuscht, dann schaltet ihr diesen Charakter frei und habt ihn mit einem Stern quasi. Und dann geht es immer und immer so hoch. Zum Beispiel bei dem Radizier, wie viele Sterne hat der? 5. Wir bräuchten 5000 Siegkräfte, wie ihr es da unten seht, um ihn dann quasi auf 6 Sterne zu bringen oder auf 6 Sterne Limit zu breaken. Genau, aber dieser Raditz ist auch gar nicht mal so schlecht für ein Saiyan-Team, wenn mich alles täuscht. Ich habe den damals ein paar Mal gespielt, richtig den maximal Lebensenergie von den Saiyajins. Von einem Tag hier gibt der 17% ab. Die Tags seht ihr bei einem Charakter hier, wenn ihr runterscrollt etc. Das sind mehr oder weniger so Kategorien, wenn wir das in Dokkan vergleichen dürfen. Aber, diesen Vegeta, das Artwork von dem Vegeta, ich finde das ein bisschen komisch. Der sieht so ein bisschen komisch aus, der sieht so nicht Vegeta-like aus, ne? So die Pose und so alles, aber so die Grimasse, so wie der grinst. Weiß nicht, sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, der Boy, um ehrlich zu sein. Mit dem wurde ich nie warm. Naja, Pan an der Stelle, diese Pan Extreme Pan habe ich letztens erst gezogen, glaube ich, in dem letzten Banner. Ich glaube, war das beim Gogeta Summon? Ich weiß gar nicht, aber ja. Mit dem habe ich auch kaum was gemacht. Mutenroshi, als der rauskam, da haben sich viele gefreut. Der ist gar nicht, ich weiß, der Extreme Mutenroshi ist, glaube ich, cool, oder? Was heißt cool, oder? Der ist nicht, oh, seht ihr die Animation von dem Extreme Unit sogar? Der ist, was war mit dem? Ah, okay, die Episode Son Goku-Saga. Es gibt auch noch so Episoden, Freunde, das sind dann quasi nicht so Tags, sondern da steht dann quasi dran, aus welcher Episode dieser Charakter ist und der hat so eine Fähigkeit, die quasi auf die Episode basiert. Gab's davor aber auch schon, ne, für Movie-Boss-Episode zum Beispiel, wenn mich alles täuscht. Nicht Movie-Boss, habe ich doch keinen im Kopf. Movie-Saga. Apropos Movie-Saga. Tarles. Gott sei Dank, ohne Spaß. Was heißt Gott sei Dank? In Dokkan Tarles never gezogen. Aber hier fliegt Tarles links und rechts. So, da kann ich mich echt nicht beschweren. Der ist nämlich Kinoversion Saga. Das war's, was ich im Kopf hatte. Und der gibt für grüne Element. Okay, Schlagangriff, Fährverteidigung. Naja, Extreme Minutes. Dieser Vegeta hier, den finde ich. Also der. Oh, right in the feeling. Das ist der Vegeta. Kakarot, du musst unsere. Was sagt der? Du musst unseren Stolz und unsere Väter rächen. Irgendwie sowas. Deshalb musst du ihn vernichten. Bitte, verspreche es mir. Mehr oder weniger so waren die Abschlussworte von Vegeta, aber die Szene, als ich das zum allerersten Mal gesehen habe, so Kid Osaru, oh, als Vegeta-Fanboy, als Vegeta da lag und dann zum ersten Mal haben wir Vegeta weinen gesehen, dann hat er noch Kakarot angebettelt. Die Szene, die Flashbacks, als sie da kamen und er Goku angepflegt hat, Vegeta, Freezer zu vernichten, Kakarot so. Mann, der hat ihn noch begraben, der hat ihn einfach begraben, so gesagt, ja, und so für das Toll, der hat ja eigentlich gemeint, ich bin ja eigentlich ein Saiyajin aus der Erde, aber für unsere Saiyajins quasi, ja, werde ich das machen und so, irgendwie sowas in der Art, ich kann mich auch nicht mehr ganz genau dran erinnern, ist sehr lange her, aber dabei finde ich das Artwork dieser Karte umso geiler, weil es mich an sowas erinnert, Freunde, und das ist das Geile, deswegen liebe ich es oder mag ich es, solche Spiele zu spielen, weil wenn man die Charaktere sieht, wo die Artworks der Charaktere etc., sei es Dokkan, Legends, Naruto Blaze und, dann erinnert man sich einfach dran, was man so mit den Charakteren so erlebt, ja, so in Anführungsstrichen, aber was man so mit denen so, ja, in der Kindheit damals durchgemacht hat, so. Da redet der kleine Kid Osaro jetzt auch von mir. Naja, anyway, bewegen wir uns mal zu den Spartan-Charakteren. Bevor wir das machen, Extreme Goku, wenn ihr diesen Goku habt, der ist verdammt nochmal gut. Dieser Extreme Goku ist echt gut in einem Saiyan-Team. Man kann ihn aber auch im Kampf benutzen, denn er hat auch wirklich sehr gute Sets. Den kann man wirklich gut gebrauchen. Und was hat er für eine Siegfähigkeit? Gibt es Siegfähigkeit 3, Basisschlagangriff für Saiyajin, 22% ab. Also oft, wenn ihr den habt, könnt ihr ihn auf jeden Fall nutzen. Aber kann man nicht so wie ein Dokkan nach links und rechts, leider nicht. Okay, dieser Kakarot hier, den habe ich damals gezogen im Tales-Banner und der kam relativ früh, glaube ich, im Tales-Banner, aber ich finde ihn richtig cool. Der war im Legends Rising-Banner von Tales, der ist gar nicht mal so schlecht, finde ich, als er rauskam, aber irgendwie habe ich das Gefühl, man kann ihn nicht wirklich verwerten, obwohl er gar nicht mal so schlecht ist, meiner Meinung nach. Und ich finde ihn echt cool an der Stelle. Und danach direkt Gogeta. Gogeta, Freunde, haben wir erst neulich gezogen, das war richtig geil im Summon-Video. Das Video war insane, da hat mir übertrieben viel Glück. Gogeta ist gekommen, der ist gekommen, links, rechts zu den Charakteren, welche noch kommen. Und ich sag mal so, wenn man in Legends Dupes zieht, nur her damit. Dann werden die Charaktere stärker, die Stats stärker, die Siegfähigkeiten und. Also will man eigentlich Dupes ziehen in Legends, so ist nicht. Damit man dann quasi mit denen PvP oder an sich kämpfen, damit sie quasi stärker sind einfach, die Charaktere. Und mit der Einfügung von Gogeta und Janemba, das sind ja die neuesten Charaktere, hat Legends, glaube ich, nochmal so einen Auffahrt bekommen, weil es ist halt Gogeta und Janemba, Freunde. Und Gogeta ist vom roten Typus und Janemba von lila. Und damals, als die ersten Hype-Units kamen, waren es in Dokkan auch Gogeta und Janemba auch
in dem Fall Rot und Lila, sage ich mal. Strength und Int, ne? Und ich finde das echt geil, dass es in Legends genauso ist. Der hat noch einen anderen Namen, so genau, boom, schaut mal, das ist quasi das Filmposter gewesen, damals von dem Film, oder von dem neuen, von dem, was aktuell quasi in den Kinoseen nochmal rauskam in Amerika. Goten, wow, Leco Mio, jetzt mal ohne Spaß, den habe ich irgendwie gezogen, aus dem Daily Single, glaube ich, aus dem Goten-Banner letztens, Daily Discount, und ich finde die Discounts an der Stelle richtig geil. Die Sache ist aber, an Goten, ich habe gerade Goten gesagt, glaube ich, an Goten, Hybrid sein Team ist gerade eh Meta. Und der ist brutal. Der boostet seinen Angriff ins Unendliche mit seiner Siegfähigkeit. Siegfähigkeit nicht, mit seiner Main Ability. Da zerstört er quasi seine Fernangriffskünstlerkarten. Und für jede Fernangriffskünstlerkarte, die er zerstört hat, bekommt er einen Boost auf seinen Angriff. Und Maximum sind 200%. Wenn er 4 Angriffskünstlerkarten mit seiner Main Ability ausradiert oder er quasi löscht oder wegwirft oder was auch immer zerstört, dann bekommt er bis zu 200% Angriff. Nicht nur das, wenn im Team. Der muss einfach nur Kampfmitglied sein, Trunks, wenn Charakter, Trunks, es gibt so viele Hybrids in Trunks, wenn er Kampfmitglied ist, dann erhöht sein Schlagschaden um 40%. What? Also deswegen ist Hybrids in Team übertrieben geil. Ah, guck mal, wie niedlich. Ich finde Goku und Goten eh übel süß. Und also Goten an sich, total süßer Boy. Obwohl, eigentlich ein bisschen älter ist jetzt, ne? Ja, Mr. Satan. Ich habe da, als die Step-Ups kamen, mal ein paar Steps gemacht. Ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ein gratis Ticket bekommen habe für ein Sparken-Unit. Bis dahin kam der einmal und aus dem Sparken-Ticket kam er nochmal. Und ich dachte mir, warum? Warum, Champ? Warum? Buff Trunks, Freunde. Out of nowhere. Ich hab den. Da waren doch mal diese 30% Sparken-Tickets. Das war neulich erst. Und ich habe ihn über, das war ein Zeitraum von einer Woche, glaube ich, fast jeden Tag gezogen. In einem Zeitraum von einer Woche, die Spartan-Charaktere, die ich gesehen habe oder wo ich gesammelt habe, waren nur Buff-Trunks. Sei es aus seinem Banner, aus dem Master-Pack-Banner, aus diesem 30%-Banner. Der war von 2 Sternen ist er hochgeklatscht worden auf 5 Sterne. Ist aber auch auf jeden Fall eine solide Unit für den Retain-Team. Self, Freunde, zum allerersten Mal. Oh, mit dem LR Artwork hinten. Guck mal, das sieht so geil aus mit dem TV da hinten im Artwork. Der kam in seinem Banner damals in einem Summon-Video bei uns, in einem Group Summon Daily Discount Summon, ein Single Summon kam der. Dieser Kakarot, der kam, ich glaube, der kam auch aus den Steps von Mr. Satan und King Piccolo und zwar. Erstaunlicherweise hatte ich ihn damals noch nicht. Das war mein allererster, als ich ihn gezogen habe. Und das Geile an ihm ist natürlich mit seinem Warp-Fähigkeit, ne? Dass er quasi bei Deckungswechsel keinen Schaden nimmt. Das finde ich wirklich sehr cool. Und den hat man oft gespielt, beziehungsweise spielt man den noch oft. Wegen eben, dass er quasi keinen Schaden nimmt, wenn man Deckungswechsel vollführt. Und noch ein bisschen mehr sicherlich hat er auch noch drauf. Kuda! Als Kuda, der kam auch im Talisman. Schaut euch mal das an jetzt. Schaut mal oben rechts. Und BAM! Einfach mal Piccolo ausradieren an der Stelle, keiner weiß. Aber cooler, der kam in Legends Rising Banner, mit dem konnte ich leider nicht viel anfangen, um ehrlich zu sein. Wobei, warte, was hat er für eine Siegfähigkeit? Vielleicht kann man den jetzt im Regen-Team nutzen, falls er... Nee, Kinoversion-Saga nur, okay. Ja, obwohl, vielleicht kann man den trotzdem nutzen für einen Janemba-Boost. Janemba sollte auch Kinoversion-Saga haben. Dieser Piccolo kam auch out of nowhere, um ehrlich zu sein, aus dem Nichts, ist aber gar nicht mal so schlecht. Aber, ich verstehe eine Sache nicht, meine Freunde. Dieser Piccolo hat in seinem Artwork keinen Umhang, aber im Kampf hat er seinen Umhang. Und der grüne Piccolo ist genau andersrum. Der hat in seinem Artwork seinen Umhang, aber im Kampf nicht. Bide? Was ist da schiefgelaufen? Und dann mein Boy Super Vegeta. Zum allerersten Mal habe ich ihn gezogen, nicht in seinem Banner. Wir haben da zwar gesamt, er kam dann nicht. Aber out of nowhere in dem Master-Banner, in dem Ticket-Banner. Und da war der allererste Spark-Unit und dann kam er in dem Gogeta-Summons links. Dann kam der in den Gogeta-Summons links und rechts, Freunde. Und jetzt ist mittlerweile auf 5 Sterne und ich finde den echt solide, ist echt ein guter Unit. Freezy! Als er rauskam, war er gar nicht mal so, also das Coole an ihm war, dass er quasi, oh, 10%, ich habe sogar nicht angeschlossen, mein Freund, GG. Das Coole an ihm war eigentlich, dass er quasi, wenn er nach vorne dasht oder die roten Karten einsammelt und der Gegner Fernangriffsschüsse macht, der tut das ignorieren wegen seinem Raumschiff oder Kapseln, in was auch immer der da drin ist. Bardock kam mit ihm in Banner und Bardock, Freunde, everything! Bardock ist insane! Das ist einer der brutalsten Units in Legends, als der rauskam. Der hatte noch eine andere Animation. Ja, genau, das ist der Flashbacks, Freunde.
Bardock, ein richtig geiler Unit. Ich bin so froh, dass ich ihn gezogen habe. Habe ihn nur einmal gezogen, wie es aussieht. Diesen blauen Goku wollte ich ums Verrecken immer haben. Ich habe ihn im Banner nicht gekriegt, als er rauskam. Aber in dem Gogeta-Banner habe ich ihn Gott sei Dank bekommen. Ich bin sehr glücklich über ihn. Der ist wirklich sehr gut in mein Saints-Team. Hat nämlich ein guter blauer Unit gefehlt. C18 habe ich auch mal hier, mal da gezogen. Aus den garantierten Sparken-Tickets habe ich sie, glaube ich, zweimal gezogen. Sie ist aber nicht schlecht in einem Android-Team zusammen mit C17. Freunde, C17 ist eine der besten Units in Legends. Und C17 an der Stelle habe ich, habe ihn auf 5 Sterne. Ich habe den so oft gezogen und ich bin darüber übertrieben glücklich. Krillin, ja, Krillin kam halt mal out of nowhere, so sage ich mal. Aber der out of nowhere, 4 Sterne, alles klar. 100 Pro habe ich ihn auch mit garantierten Sparken-Tickets gezogen. 100 Pro. Dieser Goku, als er rauskam, herziges Goku, der hat kurz mal die Szene zerstört. Aber mittlerweile ist er jetzt nicht mehr so, sage ich mal. Mittlerweile ist er nicht mehr so. Der hat aber noch was anderes. Ja, man muss ein bisschen länger noch warten. Oder länger drauf drücken. Ja, genau. Seht ihr, Freunde. Die Artboxen, die Spielerei mit den Artboxen ist übertrieben geil. Genau. Thales, wie gesagt. In Dokkan kommt er nicht. Hier kam er sofort. Leider, leider Gottes kann ich mit dem kaum was anfangen, um ehrlich zu sein. Kaum. Trunks, gerade nicht mal auf 1500 gebracht. Ich habe den einfach bekommen. Ich spiele nämlich kein Hybrid-10-Team. Eigentlich hätte ich ein solides Hybrid-10-Team. Aber mir würde da zum Beispiel der Kid Trunks fehlen. Oder, der hat doch bestimmt was anderes. Oder, Kid Trunks oder wie heißt der andere? Super Saiyan 2 Gohan. Ja, kleiner Spoiler. Super Saiyan 2 Gohan und Kid Trunks habe ich an der Stelle nicht. Das habe ich total vergessen, sein Artwork. Oh mein Gott, die Szene mit Future Gohan. Seht ihr, wie geil das ist? Und sein Vater Vegeta. Den habe ich hochgepusht wie E und D, Freunde. Ist der E Vegeta an der Stelle. Ich habe ihn oft gezogen. Ich spiele auch gerne mit ihm. Und sein Artwork ist mit meiner Wifey Bulma an der Stelle. The Vibes, Freunde. Oh mein Gott, wie geil. Was für ein geiles Artwork hier an der Stelle. Pan. Ja, Pan. Der Meme Pan, mit ihr kann ich kaum was anfangen. Jeder hat sie gefühlt schon gezogen, jeder kennt sie. Deswegen machen wir weiter und... Oh mein Gott, Freunde. 6 Sterne Palkorn. Ich habe diesen Penner links und rechts überall gezogen. Als sie damals zu Spartan Broly gepult haben, mit wie viel? 8000 Stones oder so, 9000, 10.000, keine Ahnung. Da kam nur er als Spartan Unit und da hat es dann angefangen mit dem Meme bei mir mit Palkorn. Oder an sich bei jedem eigentlich. Das Schade ist nämlich, man kann ihn kaum gebrauchen. Und der ist bei mir kurz vor 7 Sterne. So oft habe ich ihn gezogen von den 9.999 Siegkräfte. Und ich bin bei 6.600. Legit, keiner weiß. Ginyu Force finde ich ganz cool. Die haben damals Free to Play bekommen. Das Artwork ist geil. Wenn man es so umdreht, dann kommt die ganze Ginyu Force. Aber irgendwie kann man mit denen auch nicht viel anfangen, schätze ich mal. Ups. Habe mich verklickt an der Stelle. Macht nichts, gehen wir mal rüber. Ja, Ginyu-Kommando. Ja, es ist ein bisschen so eine Unity einfach. Da ist dieser Goku war, glaube ich, weiß nicht, mein allererster Goku. Das war in einem allerersten Sum-Video, habe ich den, glaube ich, als allerersten gezogen. Mit einem Bait-Animation, glaube ich. Mit einer Bait-Animation, aber der ist echt solide. Auf den kann man echt nutzen, Freunde. Der ist echt nicht schlecht. Diesen Goku hier bekommt eine Free-to-Play. Ich habe jetzt auch einen Guide gemacht, aber der lohnt sich eigentlich nicht so, wenn ihr einen anderen blauen Goku habt oder einen blauen Saiyajin, den ihr im Team nutzen könnt. Da ist zum Beispiel der Extreme Goku. Der Extreme Goku ist zum Beispiel besser als dieser Spartan Goku, Freunde. Aber so viel zu ihm. Vegeta! Damals auch gezogen, einer der ersten Charaktere. Oft gezogen, ich nutze ihn sehr oft. Er macht seinen Job immer noch solide, finde ich. Piccolo damals hat auch Meta zerstört wegen seinem Heal etc., weil er tanky war. Ich benutze ihn aber kaum. Und dann haben wir noch... Ja, Gohan, den habe ich auch irgendwoher mal einfach so bekommen. Aber auch ein sehr schönes Artwork hier an der Stelle mit Piccolo im Background. Und das war's für meine Charakterbox, Freunde. Wenn wir mal ganz kurz reingucken können, welche Charaktere ich denn nicht habe, dann sind das folgende Charaktere, Freunde. Den Penner Broly immer noch nicht bei Gotenks, Freunde. Bei Gotenks habe ich verpennt, 2 Tickets abzuholen. Die waren eigentlich schon ready in der Mission, aber es war so viel los. Ich habe einfach vergessen, das abzuholen. Ich bereue es so. Aber bei Gotenks kann ich demnächst dann noch ein Spartan-Ticket rausholen oder einen Spartan-Charakter bekommen. Mal gucken, was da kommt in den Banner. Ja, die Charaktere habe ich nicht an der Stelle. Gohan habe ich leider auch nicht ziehen können. Janemba auch immer noch nicht. Freezy damals auch nicht. Broly sind wir so deep gegangen, auch nicht gezogen. Aber auf den kann ich mittlerweile verzichten, weil ich den blauen Goku habe seinerseits. Und Tale, guck mal, den Tale ist ein Artwork, ist ein X-Hero-Charakter, ist ein Hero-Charakter, was für ein geiles Artwork das ist, Freunde. Ende, Freunde, lange Rede, kurzer Sinn, so viel zu meiner Charakterbox auf Dragon Ball Legends C-Level 100. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.